Geht Leute und willkommen zur ersten Folge. Was muss ich morgens essen, damit ich auf dem Weg zur Arbeit schon Durchfall bekomme und wieder zurück nach Hause in mein Bett rein kann? Als erstes müsst ihr Eier kochen. Da habe ich schon komplett verkackt. Die Eier müssen abdampfen, wenn das Wasser im Wasserkocher kocht bei 120 Grad. Und dann auf die Platte, die auch ungefähr so heiß ist wie das Wasser, bei 120 Grad reinmachen und dann die Eier 5 Minuten da drin lassen und dann sind die Eier perfekt, dann werden die wachsweich. Ich habe komplett verkackt, die Eier sind seit 20 Minuten da drin, weil ich dumm bin. Egal, wir können die Eier jetzt rausholen. So, und wenn ihr die Eier rausgeholt habt, dann macht ihr die, das Eis ist mir eben runtergefallen, aber bockt nicht, dann macht ihr diese Eier in kaltes Wasser im selben Topf, keiner weiß, und danach wartet ihr kurz, damit diese Eier abkühlen. Und seid nicht so dumm wie ich und stellt es dabei wieder auf die Herdplatte, weil sonst wird es wieder warm. Die Herdplatte könnt ihr dann wieder ausmachen. Danach nehmt ihr diese Eier aus dem kalten Wasser erstmal nicht raus und nehmt euch erstmal einen Zewer. Diesen Zewer legt ihr irgendwo hin, da wo es schön aussieht. Und dann trocknet ihr die Eier erstmal. Wir brauchen jetzt 4 Stück, weil wir wollen die Durchfall-Edition machen. Die muss kicken. Und dann diese Schale wegmachen. So. Papap. So. So, wenn ihr diese Eier dann komplett geschält habt, dann sind da noch überall kleine Schalenreste dran, das ist ekelhaft. Spült den Topf nochmal kräftig aus, weil da können Salmonellen drin bleiben, da können Kackereste drin bleiben und dann nochmal Wasser rein. Am besten warmes, damit die Eier nicht kalt werden. Dann könnt ihr diese Eier nochmal da reinklatschen, die geschälten Eier, dann könnt ihr die nochmal ein bisschen durchrühren. Und dann ist die Schale unten, dann habt ihr saubere Eier. Dann nehmt ihr das dritte Zewa und nehmt diese Eier da rein. Dann sind die Eier trocken, dann schwabbeln die nicht auf dem Teller hin und her. Erstmal müssen wir jetzt diese Eier hier hinlegen und dann geht es ans Baguette. Wir brauchen Minimum ein Baguette. Ich zeige euch das jetzt so, dass ihr nicht schneller Durchfall bekommt. Ab 40 Kilo Körpergewicht muss man 2 essen. Schneidet das Baguette schon vorher auf. Das ist sehr wichtig, weil es komplett egal ist. Dann muss der Käse drauf. Was ist ein Baguette ohne Käse? Da könnt ihr dann ruhig so mal so viel drauf klatschen. Nein, das ist zu viel. Macht nicht so viel. Und dann muss dieses wunderschöne Baguette in den Backofen. Mit Backpapier. Das braucht jetzt genau 6 Minuten und 45 Sekunden. Stellt euch den Wecker, weil ich weiß, ihr seid genauso dumm wie ich und lasst euer Essen anbrennen, wenn ihr nicht den Wecker anstellt, deswegen stellt euch immer den Wecker an, glaubt mir, ist besser. 6 Minuten, 45 Sekunden. In der Zwischenzeit könnt ihr die Eier schneiden. So und so. Und das macht ihr dann mit allem. Die Eier sorgen für die Verdauung, dass es rausläuft. Wenn ihr die Eier geschnitten habt, dann tut ihr sie einfach woanders hin. Dann packt ihr euch die Zwiebel. Weil ihr braucht nur eine halbe Zwiebel. Die könnt ihr dann richtig unsparsam schälen, indem ihr einfach die äußere Seite abreißt. Und dann macht ihr diesen restlichen Dreck von der Zwiebel erstmal weg, weil das ist ekelhaft. Und dann könnt ihr die Zwiebel schneiden. Wenn ihr dann die Zwiebel fertig geschnitten habt, könnt ihr die neben die Eier packen. Wenn ihr Schnittlauch habt, den ich nicht habe, könnt ihr ihn auch drauf machen. Dann müssen wir gucken, ist das Brötchen schon soweit? Nein. Das dauert jetzt noch kurz. Wir wollen das ja alles auf Influencer-Level halten. Das muss ja auch richtig geil aussehen. Deswegen müssen wir die Mayo auf so ein wunderschönes Nebenbesteck-Accessoire machen, damit wunderschön aussieht für das menschliche Auge. Es wird zu lecker. Es ist 16.43 Uhr. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich habe nur noch 3 Stunden zum Videoschneiden. Ja! Oh, verdammte Scheiße. Genau so, Leute. Genau so.
lasst es erstmal abkühlen. Als nächstes kocht ihr Wasser für den Kaffee. Ihr braucht auch Minimum eine 500 Milliliter Tasse oder größer, damit ihr auch garantieren könnt, dass ihr euren gesamten Darminhalt ausspülen könnt. Ihr braucht Minimum die 3 Löffel Zucker, damit ihr nach dem Essen direkt wieder schlafen gehen könnt auf Zuckerschockbasis. Vergesst den Instant-Kaffee nicht, drückt, wenn ihr auf der Toilette sitzt. Es darf aber nicht so viel sein, dass ihr direkt Herzinfarkt bekommt. Dann müsst ihr die Pampe einmal komplett durchrühren. Ekelhafte Scheiße. Wenn der Kaffee dann komplett scheiße aussieht, brauchen wir Milch. Entweder von Ja oder von Lidl. Macht so viel Milch rein, dass ihr garantieren könnt, dass ihr den Kaffee direkt hinter dem Baguette runterkippen könnt. In der Zeit, wo ihr die komplette Küche dreckig gemacht habt, ist das Baguette abgekühlt. Da wir es vorher schon aufgeschnitten haben, haben wir jetzt weniger Arbeit und können Butter, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und wenn ein bisschen Butter drauf ist, können wir beginnen, die Mayonnaise drauf zu schmieren. Ist ja ekelhaft. Seid mit der Mayonnaise nicht zu sparsam. Wenn ihr es drauf habt, könnt ihr direkt alle Zutaten miteinander auf dem Baguette verstreichen. Wenn ihr am Ende merkt, dass ihr viel zu viel Mayo habt, könnt ihr euch sicher sein, ihr werdet heute definitiv nach Hause geschickt, weil sich niemand angucken kann, was danach passiert. Wenn ihr High One seid, esst ihr das direkt in der Küche, während ihr noch steht. Weil, wenn ihr das im Stehen esst, dann flutscht es direkt durch. Wenn ihr dann 7000 Dislikes für euer Essverhalten auf YouTube bekommen habt, könnt ihr nochmal von der Milch nehmen, die danach niemand mehr anfassen kann, und nochmal ordentlich nachkippen, damit der Kaffee auf Betriebstemperatur kommt. Und dann, wenn ihr den runterschüttet, das sage ich euch, dann solltet ihr schnell ins Auto gehen. Ganz schnell. Das war's mit dem Video. Ich rauche jetzt eine Zigarette und gehe erstmal aufs Scheißhaus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Wenn nicht, dann ist mir das scheißegal.